Hallo liebe Leute, in dieser Folge zeige ich euch, wie ihr den Streitwagen hier in Grab der Helden von Aurissa zerstören könnt und eine legendäre Rüstung abstauben könnt. Naja, ob die legendär ist, weiß ich nicht, aber die sieht schick aus. Ich zeige euch einmal, wie das funktioniert. So, hier an der Gnade aus gehen wir hier rechts runter. Dort unten spawnt schon der erste Streitwagen, den lassen wir gehen und gehen rechts in diese Bucht rein. So, hier ist die Bucht. Die Skelette lasse ich auch stehen, ich renne dann gleich weiter durch. Oben steht schon der nächste Streitwagen, da müssen wir hoch. Gleich hinterher. Und hier rechts ebenfalls in die Bucht rein. Dann hier um die Ecke. Da lassen wir uns einfach mal hier in das Loch fallen, dass wir keinen Schaden kriegen. So, sobald er hochfährt, gehen wir runter. Gut. Alles geradeaus runter. Jetzt kommt der rechte Streitwagen. Nach rechts springen. So, hier ist der nächste. Und hier bei dem hier müssen wir runter. Da wo der Tote liegt, da geht es einmal nach unten. So, hier runter. Zack. Von dort aus geht es dann weiter über diese Planke. Und hier, wo der andere Geist runterspringt, gehen wir auch hin. Dann einmal hier runter. Zack. Bis hinten durchlaufen. Da könnt ihr auch noch rein, da gibt es auch noch was zu holen, aber da gehe ich jetzt nicht lang. Gehe jetzt einfach hier runter, die nächste Planke. Zack. So, da vorne ist ein Skelett, den mache ich mit dem Bogen weg. Weil die Gefahr besteht darin, dass der uns runterholt von der Planke und wir abstürzen. Jetzt noch die Leiche treffen. Richt, prima. So, jetzt müssen wir hier runter. Zack, perfekt gesprungen. So, einmal da hinten durch. Und anschließend geht es die Leiter nach oben. So, genau, hier oben ist ein Streitwagen gespawnt. Da müssen wir jetzt einmal links hoch, wo der herkam. Und am besten gehen wir da hoch, wenn der runterfährt. So, das war jetzt. Gehen wir nämlich mit. Rein. Genau. Und hier ist dieser Turm, der Feuerspeich. Und dieser projiziert da oben ein Licht, das da hinten auf dem Boden ist. Schlagen einmal hier drauf und das Licht verschwindet dahin.
An dieser Stelle ist es euch überlassen, was ihr jetzt macht. Entweder ihr lasst euch hier töten, oder ihr lauft den ganzen Weg zurück bis dahin, wo ich euch gleich zeige. Da ich jetzt nicht so viele Runen habe, dann muss ich jetzt einfach töten hier. So, noch überfahren. So, prima. Jetzt bin ich tot. Und wir kommen wieder bei der Gnade raus. Nachdem wir wieder bei der Gnade rausgekommen sind, laufen wir denselben Weg noch einmal, hier rechts rum. Vorne spawnt ein Wagen, wir gehen in die Bucht rein. So, einmal hier rein. Skelette ignorieren wir. Hier durch, wieder nach unten. Oben ist der zweite Wagen. Hier gehen wir gleich hinterher und wieder rechts in die Bucht rein und um die Ecke. So, und diesmal lassen wir uns hier in das andere Loch fallen. Kriegsasche, heiliger Boden, Baumwächterhelm, Baumwächterrüstung, Baumwächterstulpen, Baumwächterbeinschutz. Und das war's auch schon mit dem ganzen Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Ansonsten auch gerne einen Daumen nach unten, Hauptsache ein Däumchen. Ich würde mich sehr drüber freuen. Vielen Dank und auf Wiedersehen, euer Prinz. Und ciao.